Guido Lansat noch für Carl Zeiss Jena gespielt. Jetzt trifft er mit seinem neuen Verein Wien Wiesbaden auf seinen Ex-Club. Und der Holländer hat nun auch die Gründe für seinen Wechsel genannt. Aufgepasst, Zitat Lansat: Wenn im Verein Leute sind, die die Mannschaft lieber verlieren sehen, wenn es Machtspiele gibt, Leute rasiert werden, um die eigenen Freunde zu installieren, dann geht das meistens schief. Das ist auch uns Spielern aufgefallen. Die Mannschaft ist auseinandergefallen. Soweit Zitat Guido Lansat. Harter Tobak. Wie ernst das nun Jenas Vorstand und Aufsichtsrat nehmen, liegt noch im Dunkeln. Wir wollen jetzt erst einmal wissen, wie sich Carl Zeiss in Wiesbaden geschlagen hat. Bodo Bück, bitte. Tja, das klingt alles sehr, sehr unglaublich. Der ehemalige Innenverteidiger des FC Carl Zeiss also im Fokus. Diese Position bekleidet er auch bei Wien Wiesbaden. Jener musste ja die Innenverteidigung komplett umstellen. Im Aufgebot des FC Carl Zeiss keine Überraschungen. Orlando noch ein letztes Mal gesperrt, dann hat das Leiden ein Ende. Also mit Nulle, Nicole Vogt, Sichone, Riemer, Schmidt, Ruckenbrot, dann auf den Außenpositionen Landeka und Kürbjeweit, dann Ziegner und Henge. Reimann auf der Bank und Wuttke laboriert noch an der Zehenverletzung. Der FC Carl Zeiss in Gelb-Blau, Wien Wiesbaden im Angriff. Mit dem ersten Schuss nach 10 Minuten, das ist Fieser und dann Riemer. Fieser, einer von vier, die aus Sandhausen gekommen sind. Hier hatten wir Riemer, groß im Bild. Und erste Parade von Carsten Nulle. 5.300 Zuschauer. Ja, wie viel mögen es aus Jena sein? Vielleicht 250, 300, die die Reise nach Hessen mit angetreten haben. Wenig Möglichkeiten in den ersten 45 Minuten. Das trifft auf beide Teams zu. Jena um Kontrolle bemüht und das gelingt der Mannschaft auch. Nicole Schmidt, Foulspiel, Freistoß für den FC Carl Zeiss. Und Nicole, der erfahrene 36-Jährige, erfasst die Situation schnell. Dieses Schlitzohr auf Landeka und Michael Gurski, der Torhüter von Wien Wiesbaden, ist da gefragt. Stark gespielt von Jena, ganz schwach verteidigt von Wien Wiesbaden. Da haben sie diese Situation völlig unterschätzt. Hier Landeka, der ja im Übrigen aus Wiesbaden kommt. Und es heißt ja immer, gegen seinen alten Verein, da ist man dann besonders motiviert. Das ist Gino Lettieri, 43 Jahre alt. Und er hat eine neue Mannschaft zusammenzustellen. 11 Neulinge muss er irgendwie unterbringen. Wieder Marcel Ziemer, der aus Kaiserslautern kam, schon Erstligaerfahrung besitzt nach diesem Eckball von Adivaku Menga. Also vielleicht 3-4 gute Szenen von Wien Wiesbaden, eine vom FC Carl Zeiss. Die Mannschaft hat ein wenig hektisch agiert, wenn es nach vorne ging, ohne die nötige Ruhe. Also die 5.300 Zuschauer erwarten eine Steigerung von beiden Mannschaften. Wien Wiesbaden hat gewechselt. Jovan Damjanovic ist in die Partie gekommen für Seiler. Hier haben wir den schnellen Serben und wie schnell der ist. Der läuft Vogt davon, spielt Sichone aus und dann diese große Möglichkeit nach 46 Minuten. Schiedsrichter Arno Bloß hatte gerade mal angepfiffen zu dieser zweiten Halbzeit. Und dann dieses tolle Solo. Ja, vielleicht hätte er hier noch einen Schritt weitermachen sollen. Dann wäre der Winkel besser gewesen für Damjanovic. Aber eins ist klar, mit ihm kommt viel, viel Schwung in diese Partie. Vor allen Dingen für die Hessen, für den SVWW. Janjic beim Freistoß. Der Mann aus Bosnien-Herzegowina. Ein Mann, der ein Spiel lesen kann, der ein Spiel gestalten kann. Das hat er vor allen Dingen in Braunschweig bewiesen, als Wien Wiesbaden ja überraschend dort gewinnen konnte. Boskovic, auch er kam aus Sandhausen. Dann wird falsch distanziert beim FC Carl Zeiss und Nulle ist wieder gefragt. Wieder war es Fieser. Ja, was ist jetzt los mit dem FC Carl Zeiss? In den ersten 45 Minuten standen sie gut hinten. Und jetzt steigt der Frustfaktor von Carsten Nulle. Hier muss er einmal eingreifen. Und dann gleich noch ein zweites Mal. Chancen von Wien Wiesbaden nehmen zu. Lettieri hat ja gesagt, wir
streben einen Platz im gesicherten Mittelfeld an. Also da haben sie gelernt aus der Vergangenheit. Im letzten Jahr, da hieß es ja, wir wollen aufsteigen. Wieder Damjanovic. Da stehen drei Mann vom FC Carl Zeiss um ihn herum, aber richtig eingreifen, das macht in dieser Situation keiner. Zimmer und dann der Kopfball von Damjanovic. Der Kapitän Fabian Schönheim kommt aus Kaiserslautern, spielte 18 Mal in der ersten Liga, wieder Nulle. Und dann bekommt der FC Carl Zeiss den Ball nicht unter Kontrolle. Sie schlagen das Spielgerät ganz einfach heraus und das kommt ja dann postwendend zurück. Wieder Boskovic, schwer zu verteidigen, Tor 1:0, Wien Wiesbaden, Bark, ein Innenverteidiger, der neben Guido Lanzard spielt, hat da freie Bahn. Nulle ist geschlagen und das hatte sich, wenn man ehrlich ist, angedeutet. Sollte Wien Wiesbaden dieses Spiel gewinnen, dann erklimmen sie Rang 3 in der Tabelle. Fieser und Ziemer und dann Bark mit dem 1:0. Wie findet der FC Carl Zeiss wieder den Spielfaden? Das ist enttäuschend, was die Thüringer in dieser Situation bringen. Wieder Gefahr. Diesmal ist es Riemer, der da gerade noch vor Fieser retten kann. Starkes Spiel vom 23-Jährigen. Fieser wieder beim Eckball. Und hier sind sie einfach schneller, sie sind gedanklich schneller. Auch im Handlungsablauf dauert das beim FC Carl Zeiss viel zu lange, um sich da zu befreien. Deutliche Vorteile für die Gastgeber. Nächste Möglichkeit, da ist, denke ich, Nulle noch mit der Hand dran gegen Ziemer. Und sein Frustfaktor nimmt stetig zu. Wieder Janjic, der Mann aus Bosnien-Herzegowina, der diese Möglichkeit einleitet. Und es brennt erneut im Strafraum des FC Carl Zeiss. Das ist ja eine Phase, die erinnert an dieses 0:7 gegen den Aufsteiger Saarbrücken. Auch wenn der FC Carl Zeiss das nicht mehr hören kann. Aber das ist wie ein Fleck, der verblasst, aber nicht verschwindet. Sichone, oje, oje, oje. Ziemer allein auf weiter Flur, 2:0. Und diesmal ist es der Spielmacher Slatko Janjic, der trifft. Drittes Saisontor für ihn bereits. Einer der Stützen aus Wiesbaden. Und um den FC Carl Zeiss muss man ja Befürchtungen haben. Man muss Angst haben nach dieser Fehlerkette. Sie treten als Mannschaft schlecht auf und machen zu viele individuelle Fehler, wie hier durch Moses Sichone. Ja, und dann hat er viel, viel Platz, der Marcel Ziemer. Und das macht er sehr gut, schaut genau hin, wo ist der freie Mann. Und er steht dann unmittelbar vor Nulle. Alexander Vogt, der erfahrene Innenverteidiger. Jetzt endlich, nach 72 Minuten kommt der FC Carl Zeiss mal aus dem Schneckenhaus heraus. Aber ist das dann überhaupt noch aufzuholen? Ist das wieder gut zu machen, dieses 0:2? Michael Gürski, sicherer Schlussmann von Wien Wiesbaden. Auch er im Übrigen aus Sandhausen gekommen. Neuzugang. Sichone. Riemer. Jena hat gewechselt, Eismann ist in die Partie gekommen und dann ein herrliches Tor, hoffentlich nicht zu spät, von Henge. Die beste Aktion des FC Carl Zeiss im zweiten Abschnitt, dieser fulminante Schuss, Ziegner. Und dann Sebastian Henge, welch ein Tor, herrlich wie er das macht. Ein Flatterball für Michael Gürski, der ist nicht zu erreichen. Und sie schöpfen natürlich Hoffnung, die mitgereisten Fans der Thüringer. Aber was ist noch möglich für den FC Carl Zeiss? Jetzt müssen sie ja auch aufpassen, nicht Konter zu fangen. Hier schon wieder eine Möglichkeit. Wieder ein Fehler von Moses Sichone. Was ist nur mit dem Mann aus Sambia los? Nächste Möglichkeit
für Damjanovic. Oh, der hat wirklich neuen Schwung gebracht. Eine überragende Partie des Serben im zweiten Abschnitt. Tolle Parade auch wieder von Carsten Nulle, der noch einmal gefragt ist bei dieser Aktion von Ziemer und Bark. Eckball wieder von Fabian Schönheim. Da haben sie einige Spezialisten, die für die Standardsituationen zuständig sind. Jetzt ein gutes Spiel, jetzt ein interessantes Spiel. Aber kommt der FC Carl Zeiss noch zu einem Punktgewinn? Reimann ist gekommen für Landeka, liegt am Boden. Aber ich denke, es ist korrekt von Arno Bloß, hier keinen Strafstoß zu geben. Tut natürlich weh für Reimann, der diesen Magen-Darm-Infekt überstanden hat. Aber ich denke, der Einsatz von Gurski war im Bereich des Erlaubten. Warum hat der FC Carl Zeiss nicht gleich so gespielt? Jetzt kommen sie zu ihren Möglichkeiten. Wieder Reimann. Ja, Pfosten. Pech haben sie jetzt auch, die Thüringer. War eine knappe Angelegenheit. Aber dieses Erwachen, das kommt doch eindeutig zu spät. Und dann ist es natürlich schwierig, hier in Wiesbaden einen 2-Tore-Rückstand aufzuholen. Ziegner. 86 Minuten absolviert. Vogt ist mit nach vorne gekommen. Sichone ist nach vorne gekommen. Einen Eckball haben sie erkämpft. Nulle ist in der 88. Minute mit vorne aufgetaucht. Nutzt das was? Bringt das was? Sichone. Eismann. Möchte gerne einen Eckball haben. Aber nein, auch hier liegen die Unparteiischen richtig. War nie und nimmer Eckball. Und dann ist Schluss. Wehen Wiesbaden gewinnt 2:1. 20 Minuten haben ausgereicht, um diesen FC Carl Zeiss platt zu machen. Das war eine ganz schwache Phase und es ist unerklärlich, was da los war. Vielleicht hat Michael Drevenstedt die richtigen Antworten gefunden. Es ist unerklärlich, warum wir halt 20 Minuten überhaupt noch nicht da sind. Und wie gesagt, Wiesbaden reichen halt da. Die starke Phase, um uns halt mit 2-0 Rückstand zu bringen. Und dann ist natürlich schwer hier auswärts, ist ganz klar. Und am Ende haben wir es nochmal versucht, haben nochmal Zugriff zum Spiel gefunden, aber insgesamt enttäuschend natürlich. Darüber haben wir auch in der Halbzeit gesprochen, dass es bis zum Strafraum sehr, sehr gut aussah. Nur, dass wir eben versuchen müssen, vorne auch mal schneller den Abschluss zu suchen, nicht noch ein Schleifchen drumherum binden wollen bei den Offensivaktionen. Ja, soweit zum Spiel. Jetzt zu Lanzard. Sein Vorwurf klingt ja ungeheuerlich. Es soll Leute im Umfeld gegeben haben, die sich gefreut haben sollen, wenn Jena verloren hat, um neue Leute zu installieren in der letzten Saison. Das Gefühl habe ich schon gehabt, dass gewisse Leute letztes Jahr da waren, die sich gefreut hätten. Wenn wir vielleicht, die waren tätig innerhalb von dem Verein, wenn wir vielleicht verloren hätten, dann dass sie ihre eigenen Leute installieren konnten. Da stehe ich dazu, da bleibe ich auch dabei. Und jeder, wer innerhalb von der Vereinbar, weiß da Bescheid. Also meinen Sie, dass in der Führungsetage des FC Carl Zeiss Jena nicht alles ganz sauber läuft? Doch, jetzt auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also Präsident, alles schon. Also da habe ich überhaupt keinen Zweifel drüber. Also die Leute, mit wem ich letztes Jahr zusammengearbeitet habe, die waren völlig in Ordnung. Nur halt außerrum hat halt ein paar Probleme gegeben. Aber ich glaube, das ist nicht neu in Jena. Ich glaube, das spielt schon eine längere Zeit und das ist schade. Tja, Brandherde in Jena. Auf alle Fälle Euphorie in Wiesbaden. Tom, bitte. Tja, vielleicht kriegen wir auch noch eine Reaktion. Spätestens dann natürlich aus den Jena-Kreisen nächste Woche, wenn es dann gegen Regensburg geht. Wird auch nicht sehr einfach. Jetzt schauen wir uns aber